Jo, ein herzliches Willkommen zurück zu Mindtest Create Server Let's Play. Erstmal vorweg, für alle, die sich wundern werden, diese Woche und die nächsten Wochen kommt wahrscheinlich, also allgemein, ab diese Woche kommt wahrscheinlich kein Clicker-Hibo mehr. Einfach, weil ich da an einem Punkt angekommen bin, wo wir quasi nur noch so langsam vorankommen würden, dass es sich fürs Let's Play einfach nicht mehr lohnt. Also jetzt kommt nichts Neues mehr und so. Also nur für die, die wundern. Ist jetzt aber für uns hier erstmal sowieso egal. Wir können Creative Server Let's Play from the Mind Test. Ich würde mal sagen, wir legen einfach mal los. Avrata, genau. So. Immer sorgen. Oh, ist soweit korrekt. Ich habe übrigens auch mal geguckt, bei MyTest soll es irgendwie möglich sein, mittlerweile auch IPv6 zu benutzen. Ich habe mal versucht, weil mein Laptop hat IPv6, mein Rechner hat IPv6, also jeweils die Adressen. Aber ich konnte mich irgendwie trotzdem nicht verbinden, weder über WLAN noch über LAN. Jetzt weiß ich nicht, ob bei LAN etwas falsch eingestellt ist. Oder whatever. Ja, egal. Ist ja auch für uns erstmal uninteressant. Ist mir nur gerade wieder eingefallen, als ich hier meine IP gesehen habe. So, waren wir eigentlich? Wir haben das Feld gebaut. Genau, wir müssen das Feld noch begrünen, also bepflanzen, bewirtschaften. Wie man in der Fachsprache so schön sagt. Erstmal gucken, ob wir wirklich schon fertig waren. Glaube ja. Na komm. Ach, bin ich ja. So. Warum stehen wir auf der Kiste? That makes no sense. So. Ach, übrigens, seht ihr, ich wollte nur mal gucken, ob eigentlich. Müsste eigentlich ja. Aber sicher jetzt nochmal gucken, eigentlich müsste alles in unserer Area drinne sein, weil die Area hatten wir riesig groß angelegt. Ich weiß jetzt nur nicht mehr wie groß, aber ich glaube bis ganz da hinten hatte ich die Area angelegt. Also wir sollten hier auch für zukünftige Bauten. Ah, Let's Play Area geht sogar noch weiter. Das Naturschutzgebiet geht bis hier. Aber mein Let's Play Bereich geht sogar noch weiter. Okay. Dann haben wir definitiv noch genug Platz für spätere Bauten. Sehr schön, gut, da brauche ich auch nicht weiter gucken. Das ist sehr schön. Hatte nämlich schon Angst, uns geht hier langsam der Platz aus, oder ich komme aus Versehen unbemerkt in einen Bereich, der ungeschützt ist. Und dann bauen wir hier im Let's Play schön was und irgendwelche anderen Spackos zerstören wieder alles, weil das nicht geschützt wäre. Das wäre natürlich traumatisierend. So, okay. Unsere Felder sind soweit fertig. Warum sind hier noch ein paar trockene Stellen? Das macht mir überhaupt keinen Sinn. Aber okay. So, zuallererst Bestandsaufnahme. Wir wollten die Kiste ausleeren. Dann wollten wir das Feld hier bepflanzen. Und dann ist mir aber noch was eingefallen, was persönlich ist, was ich gerne machen würde. Und zwar habe ich privat ein bisschen gespielt mit der Technics-Mod. Und da ist mir ein schönes Spielzeug aufgefallen. Und zwar die CNC-Fräse. Die hatte ich hier auch im Let's Play schon mal in der Hand gehabt, also im Handbuch da. Aber die hat sich da nicht weiter Beachtung geschenkt. Aber ich finde die tatsächlich so geil und so vielseitig einsetzbar, was ist denn hier eigentlich los? Dass ich das tatsächlich gerne auch mal bei uns mit einbauen würde. Mit so einer CNC-Maschine kann man nicht quasi aus Blöcken so komische Gestalten und Strukturen machen, sowieso, ich weiß nicht, Kreise und Bälle und Vierecke, Vierecke sowieso. Nee, aber so eine Trapezen und also ein Scheiß, dieser ganze Dreck, der keiner braucht, aber ich trotzdem einfach, weil ich das brauche. Nee. So, erstmal die ganzen Blöcke, weil die ganzen Blöcke schon mal geblockt haben.
Ach, das war's auch schon. So, und jetzt der ganze restliche Scheiß, damit die Kiste mal wegkommt. Jedes Mal, wenn ich aufnehme. Entweder mit raus jemand den Rasen oder vergewaltigt seine Nachbarin, so wie es gerade klingt. Keine Ahnung. Ja. So, du kommst mal mit. So, die Kiste können wir später hier oben irgendwie so hinstellen, ne? So als Arbeitskiste, sag ich jetzt mal, ne? So, ich meine, hier sind ja auch Arbeiter am Werke, ne? Ganze Feld bewirtschaftet und so. Kann man schon auch thematisch hier so eine Kiste irgendwo hinstellen, aber jetzt erstmal nicht. Wir rennen mal nach Hause und nehmen hier diesen Apfel mit. Ah, alles schon gewachsen. Alter. Alter, was ist denn los? War hier mal jemand? Okay, ist ja alles gewachsen. Wow. Kann sein, dass sich jemand umgeschaut hat? Weil ich meine, hier bauen kann sowieso keiner. Aber da hinten, da guckt mal hin, da ist alles gewachsen. Achso, ich habe Fängerlicht dabei. Alles gewachsen. Auf Maximum. Hm. Ich packe jetzt mal das Grundzeug weg. Langsam wird die Kiste hier voll. Ich weiß nicht mehr, wie lange hier noch was reinpasst. Ein bisschen was wird wohl noch reinpassen. Oh, die ist schon voll. Ah ne, hat nur gerade kurz ein bisschen gehangen. Gut, dann fange ich mal an, die bisschen was auszusortieren. Zum Beispiel die Blätter können weg. Also zumindest die, wovon wir sehr viele Stacks haben, die können hier weg. Bei den anderen Blättern sammeln wir erstmal. Ja, Stöcker nein. Apfelbaumrot. Kann man daraus irgendwas machen? Hatte ich glaube ich schon mal geguckt. Oh, wenn wir hier noch. Ne. Ja. Das ist nicht das, was ich möchte. Gut, das heißt, die können wir eigentlich direkt wegschmeißen. Gut, wir können genau genommen vieles wegschmeißen von dem, was hier drin ist. Egal, ich hebe trotzdem auf. Einfach, weil ich keinen Bock habe, jetzt hier zur Steuerung zu gucken, was sich alles so aufzuheben lohnt und was nicht. Das wäre mir viel zu viel Arbeit. So, Backpack. Was kann noch in die Kiste rein? Die Blume kann rein, die Blume kann rein. Bei den Blättern gucken wir mal, was da rein kann. Ach, da flext jemand was. Ah, lol. Dachte schon, da wären irgendwo die Bettfedern durch. So. Holz. Erstmal hier Holz weg. Damit ich immer einen klaren Gedanken fassen kann. Ah gut, du kommst in die große Kiste rein. Da ist ja auch die... Nee, doch nicht. Hä? Wo sind unsere Gartenkisten hin? Also, repariert da gerade jemand sein Auto oder was? Wo sind unsere ganzen Kisten hin? Habe ich die irgendwo verbaut? Vielleicht im Keller irgendwo? Mal gucken. Wir hatten noch 7 Kisten über. Wo sind die alle hin? Haben wir mit den Kisten irgendwas gemacht gehabt? Haben wir denn irgendwo Kisten stehen gelassen oder so? Nee, ne? Die war ja bloß da vorne, wo wir Kisten hingestellt haben. Okay. Ich meine, die Kisten stehen sowieso die ganze Zeit bei uns rum. Also von daher schlimm wäre es nicht. Aber es wundert mich, dass wir die ganzen Kisten jetzt abgeblieben sind. Ah, oh, Alter. Habe ich die gerade echt 50 Mal übersehen? Geschätzt? Wow. Okay. Damit hätten wir die Sache auch geklärt. So, Essen. Essen kommt nach Essen, also die Stadt Essen. Ja, okay, der Wortwitz ist egal. So. Die Blätter können da rein, die Blätter können auch da rein. Und die restlichen Blätter kommen dann rein. Kommen dann hier rein. Ah, langsam wird ja alles voll. So,
Werkzeug kommt erstmal nach da oben. Kommt nach da unten. Gut, sieht so aus, als hätten wir jetzt erstmal alles. Dann würde ich mal fast sagen, wir machen erstmal eine kleine Tour durch unsere ganzen Beete. Ganz ehrlich, wenn hier alles so schön gewachsen ist, dann machen wir auch noch mal eine Tour. Dann haben wir wenigstens gleich die Taschen voll, um damit dann Backpack leer? Nein, Backpack ist nicht leer. Guck mal einer hier. Ernsthaft jetzt? Da hat aber jemand ordentlich belehrt. Was wollte ich gerade sagen? Bin schon wieder so alt. Keine Ahnung. Okay. Wir legen einfach mal los. Wir machen mal hier schnell die Taschen leer. Und dann ernten wir mal alles ab. Dann haben wir schön viel Gemüse für unsere neuen Beete. Die werden wir zwar natürlich nicht aktiv benutzen, sondern die sind dann wirklich rein Dekoration. Das heißt also, da machen wir einfach ein bisschen kreuz und quer von allem was hin. Egal ob funktionell Sinn macht oder nicht. Jetzt habe ich auch das Holz mitgenommen. Ah, super. Egal. Stört keinen. Ich habe sowieso massig Zeug mitgenommen, was keiner braucht. Das Ganze hätte ich gleich im Haus lassen können. Ich will nicht mehr. Okay, also ab nochmal ins Haus. Habe ich die Axt mitgenommen? Doch, Axt habe ich. Könnten wir eigentlich direkt hier anfangen, ein bisschen was. Ach komm, nee, wir gehen erstmal zum Haus. Rumrennen macht ja Spaß. Wow. Wenn wir schon im echten Leben nicht rumrennen können, weil immer noch Corona ist, dann will es uns hier in-game mal ein bisschen rumrennen. Die Luft genießen, die Atmosphäre, guckt euch den Himmel an. War es die 4? Nein. War es die 2? Nein. Aber was war es denn? Hä? Nein. Hä? Was, doch eins der letzten? Tatsächlich leckt mich am Arsch, weil die 6. Wobei das ein bisschen zu grell aussieht. Nee, das passt in die Landschaft nicht so ganz. Ich glaube, ich bleib doch bei der 4. Die sah zwar dunkel aus. Oh Gott. Ich glaube, ich bleib bei der hier. Gut, sieht jetzt komisch aus, weil da müsste eigentlich eine. Da ist ja hier eigentlich das da. Und wenn das nicht zu sehen ist, fällt es ein bisschen auf. Das ist. Ach komm hier. Leck mich am Arsch. So, so sieht es immer noch am besten aus. Das geht wenigstens mit jedem Hintergrund. Fuck off. So. Taler? Nein. Einmal nach da. Springer nach A4. Dame nach E4. So. Du, bam. Ja. Dinge passieren. So, mir sieht ich mir fällt doch gerade auf die Spitzhacke, die Axt, meine ich doch, ist auch noch schon gleich kaputt. Von daher lassen wir gleich mal drei Dinger hier. Kommen uns hier noch ein paar Äste, Stöcker, meine ich doch. Und zwar 1, 2. Und dann. Haben wir es bald mal? Und dann bauen wir uns am besten dann gleich bald mal eine neue Axt. Die wird nicht mal allzu lange machen. So, fangen wir mal hier an. Schön. Keine Ahnung, was sie da draußen machen, aber was auch immer sie machen, schön. Wow, alles ist komplett rot, außer eine, die ist noch komplett grün. Was ist denn hier los? Muss das so sein? Hat die Krebs? Ah, nur eine gelb. Oh, okay. Für die, die gerade grinsen, nein, ich bin's nicht. Ich weiß gar nicht, ob ihr es überhaupt hört. Aber da draußen kommen gerade allerlei Geräusche rein. Wo ich noch nicht weiß, ob ich die korrekt einordne. So.
So, hier sind alle grün, das fällt nicht mehr weiter auf. Ja, ja, ich laufe da. So, so und so und so. Perfekt. So, auf zum nächsten. Das wäre denn. Na gut, das hier noch schnell. Ach ja, ein bisschen Landwirtschaft, das macht doch Spaß. Gut, meine, mittlerweile haben wir schon so viel Landwirtschaft gemacht. Vielleicht wird es doch irgendwie langweilig, keine Ahnung. Ich finde es auf jeden Fall sehr unterhaltend. Und was ich unterhaltend finde, kann ja nur unterhaltsam sein. Übrigens kam jetzt die neue Minecraft-Version mittlerweile komplett, was? Habe ich. Also, die neue Minecraft-Version ist auch schon länger draußen, die 5.2.0.stable. Also, 5.2.0. Und jetzt kam mittlerweile, ne, da habe ich ja gemerkt gehabt, okay, das Problem ist, wenn man sich manchmal ein bisschen bewegt, und man dann versucht, Sachen perfekt anzuvisieren, ne, wie hier, wenn wir irgendwelche Gläser bauen. Der Bug wurde leider noch nicht behoben. Da hatte ich dann ein Bug-Report gemacht in das Mindtest, ins GitHub-Repository. Ne, schön beschrieben. Und dann hat auch gleich jemand das abgestempelt als, ja, Augen-Offset-Bug. Ich dachte mir das schon, das kann ich ganz hinhauen, weil den Fehler, den er da beschrieben hat, die Problematik, dass quasi die passt überhaupt nicht zu dem, was bei mir hier quasi war. Deswegen dachte ich schon, naja, okay, er hat zwar meins damit als geschlossen und dupliziert markiert, aber ich habe es auch einfach so erstmal darauf beruhen lassen. Und jetzt hat sich aber meine Befürchtung bewahrheitet, Ted, und zwar der Bug, den der Typ gedacht hat, dass es daran liegt, der wurde jetzt angeblich schon gefixt. Das Problem, was wir hier aber haben mit diesem Pointing, das funktioniert immer noch nicht. Also der Bug ist damit noch nicht behoben. Deswegen habe ich jetzt noch ein Bug-Report geschickt. Ne, mit dem Verweis darauf, dass ich das Ding schon mal reported hatte und es wohl offensichtlich nicht mit dem einen Problem da zu tun hat, sondern ein eigenes Problem ist. Mal gucken, ob das jetzt irgendwie, ob da irgendwie, ne, wie ich drum bemüht wurde. Oh, Volta CCCC, es ist Volta. Ah, nee, Volta ist ja mit J. Schreibt denn sowas schon wieder? Das sind die Leute, die einfach nur Krieg wollen. Ha? Die beschweren sich, weil sie keinen Krieg kriegen. Ich glaube, für Krieg würden die sogar Kriege führen. Da kriegst du die Tür nicht mehr zu. Okay, so gut. Jetzt ist aber lange vorbei hier. Aber schön, ne, wie es so manche Wörter gibt, mit denen du unendlich viele Wortwitze machen kannst. So, upsala. Da muss ich erstmal hier ein bisschen manuell umschiffen. Ja. So. So, so, so. Kann, geht das? Ja, geht tatsächlich. Man kann auch, gut, okay, alles andere war ein bisschen armselig. Man kann auch seine Backpacks hier Shift klicken. Shift klicken. So. Oh. Ach, guck mal, Walter ist direkt hier bei uns. Vielleicht war der hier früher die ganze Zeit hier alles so befeuchtet hat, wäre jetzt. Also, der hier rumgelungert hat. Zumindest ist er hier ganz in der Nähe. Ja, doch, so viel ist zwischen uns nicht. Der ist. Wenn ich das richtig eingeschätzt habe mit den Bergen, also mit der Fassade, mit dem Berghang, dann ist er ungefähr auf der gleichen Entfernung vom Berg, wie wir vom Berg sind. So, also nicht weit dahinter. Vielleicht ist er sogar im Berg. Vielleicht ist er sogar auf der Strecke, die wir gebaut haben. Wobei, nee, er dürfte doch hinterm Berg sein. Oder tatsächlich, wie gesagt, etwas weiter im Berg.
Wobei da die Frage wäre, was er da zu suchen hat, weil ich meine, viel machen kann er da eh nicht, weil das nämlich alles protected sein dürfte. Und in einem protecteten Berg rumzulungern ist eine schlechte Idee, weil wenn du da irgendwo reinfällst, kommst du nichts mehr raus. Weil du kannst dich ja nicht hochbringen oder ähnliches, weil ist ja protected. Das heißt, das Einzige, was du da machen kannst, ist mit dem Spawn-Befehl, apropos Spawn-Befehl, ich glaube, es hat doch gerade gemacht. Er ist weg. Ja, dann hat das gerade auch scheinbar gemacht. Hat er sich nämlich mit dem Spawn-Befehl wieder nach Hause teleportieren. Zum Spawn teleportieren. Nach Hause teleportieren kann man sich natürlich auch, klar. Aber eben. Das ist halt immer das Risiko, wenn du halt in einen Protected Berg reingehst, dass wenn du dich da verläufst, du dich halt nur raus teleportieren kannst. Und nicht mehr rausbauen kannst. Ein kleines Problem, was auch ich leider zu oft schon vergessen habe. Und leider auch schon auf Servern, die nicht mir gehören. Der ist einfach nur zu weit weg. Nee, der ist wieder hin teleportiert. Keine Ahnung. Vielleicht war er wirklich einfach nur gerade zu weit weg. Dann ist er doch ein bisschen weiter weg. Okay. Nee, auf jeden Fall, was ich gerade sagen wollte, ne, ich war auch schon mal auf Servern. Da bin ich dann auch in eine Höhle reingefallen, die protected war. Und dann hatte die Höhle aber kein Spawn-Befehl, weil mit dem Spawn-Befehl ist ein separater, ist ja eine separate Mod. Zumindest habe ich das als separate Mod. Und ja, wie gesagt, der entsprechende Server hatte diesen Befehl aber nicht, also diese Mod. Und einen Raumpunkt hatte ich mir auch noch nicht gesetzt gehabt. Und damit war ich dann aufgeschmissen. Und da in dem Moment auch kein Admin oder irgendwas anderes anwesend war, was mich hätte raus teleportieren können, musste ich dann leider, als ich eingesehen habe, okay, du bist in der Scheiße und kommst nicht mehr raus, blieb mir dann leider nichts anderes mehr übrig, als den Server zu verlassen. Was anderes konntest du da nicht mehr machen. Warum habe ich mich gerade wegen... Oh, ich habe Hunger. Ich habe Hunger? Warum sagt das nicht keiner? So, schön hier alles wegkloppen, haben wir. Eine ist sogar wieder gewachsen. Sehr nice. Gut, was wir eigentlich mit dem ganzen Kaktus machen wollen, weiß ich noch gar nicht. Der ist ja bisher auch so langsam gewachsen, dass ich mir noch keine Sorgen drum machen musste. Ich hoffe mal, es wird ja nicht zur Angewohnheit, dass der immer so schnell wächst. Ich habe den wahrscheinlich nur angepflanzt, weil, ne, because we can. Ja. Von daher können wir es mit dem Kaktus eigentlich sogar sein lassen, weil man kann daraus ja nicht mal irgendwie sinnvoll irgendwas, ja, weiß nicht, Farbe vielleicht. Farbe kann man daraus, glaube ich, machen, aber so viel Grün brauchen wir halt nicht. Was kann man denn daraus machen? Ah, okay, gut, okay, Uniform, wow. Kaktus ist für uns erstmal useless. Siehst du, was ich auch noch machen wollte, ist hier bei der Spaltung, ne, wir hatten ja jetzt darüber geredet, dass ich bei der Schaltung, damit zwar Aktivierungsknöpfe, aber mir gefällt irgendwie die Idee, hier auch noch Unterbrechungsknöpfe einzubauen, dass wir quasi die Anlage auch manuell unterbrechen können. Ich weiß noch nicht, wie wir das realisieren. Da bin ich offen gesagt ein bisschen überfragt. Aber das habe ich tatsächlich so ein bisschen im Hinterkopf. Vielleicht können wir uns da noch ein bisschen mit der Technik des Lagers auseinandersetzen. Ja, irgendwie gefällt mir die Idee. So, hier die Axt kann weg. Der andere Scheiß kann... Wir sind bereits voll. Holy moly. Na gut, das hier mache ich nochmal schnell. Ist ja sowieso das, was wir gerade bei uns im Inventar haben. Von daher wäre es fahrlässig, das jetzt nicht mitzumachen. Denn das wären ja auch noch mal ein paar Stacks. Ich meine, das hier sind 4x6x6 Felder, das heißt 144 Weizenfelder.
jetzt in dem Doppelfeld hier. Ne, weil ein Feld ist ja quasi, also ich habe ja immer hier, ein Doppelfeld ist ja quasi 2 mal 6 mal 6. Ne, und 6 mal 6 sind 36, und das mal 4 144. Und das Problem ist aber, dass ja jedes Mal zwar mindestens einmal Weizen kommt, aber halt auch mehr kommen kann. Oder meistens auch mehr kommt. Deswegen alleine das eine Feld gibt es garantiert schon wieder 3 Stacks voll. Und zwar jeweils Körner und Stroh. Ich habe schon wieder den Brunnen abgebaut hier. Was ist hier los? So, ich muss aber langsam mal wieder Vollpause machen hier. Draußen quietscht irgendwas. Ist ja abartig. So, gut, dann haben wir das schon mal gemacht hier. Dann machen wir in der nächsten Folge mal weiter. Mit was auch immer. Und dann tun wir uns mal sehen, wenn es soweit ist. In dem Sinne, schau mit V.